und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist ein sehr aufregender Tag für mich und ich werde euch ein bisschen mitnehmen. Also erstmal, heute ist Freitag und ich bin gerade aus der Schule zurückgekommen und wir haben gegessen. Und ich habe mich gerade nochmal umgezogen, denn ich muss jetzt eigentlich direkt auch gleich schon wieder los. Und zwar, der Plan für heute ist, ich habe vor, ich glaube, ein, zwei Wochen mir mit einer anderen Austauschschülerin hier aus Madrid haben wir uns zusammen Karten für ein Musical gekauft. Und da fahren wir hin und das ist einfach das Mamma Mia Musical. Und oh mein Gott, ich freue mich so sehr. Das wird bestimmt so cool. Also wie gesagt, ich nehme mich dann mit und ich muss jetzt auch direkt los, sonst komme ich zu spät. Viel Spaß beim Video. Okay, also es ist jetzt abends und ich bin wieder zurück. Ich habe mit meiner Familie noch einen Film geguckt und jetzt gehe ich, glaube ich, auch bald schlafen. Auf jeden Fall wollte ich euch kurz noch einmal von meinem Tag erzählen und es zusammenfassen. Also es war auf jeden Fall so ein wunderschöner Tag heute. Das Musical an sich war so cool. Ich bin so froh, es war so wundervoll einfach. Also erstmal, es hat eigentlich echt alles ganz gut geklappt. Also ich habe ja auch im Vorsaal da so ein bisschen gefilmt und das war einfach auch schon so voll der Vibe da drin. Und wir haben uns Popcorn gekauft und dann sind wir auch schon relativ schnell auf unsere Plätze gegangen. Ich habe ja so ein bisschen im Theater gefilmt, also klar, das Musical konnte ich nicht filmen, aber dafür erzähle ich euch jetzt so ein bisschen was. Und zwar, es war echt richtig cool. Also erstmal, es war alles auf Spanisch, also auch so die Lieder. Also die Melodie ist halt gleich und so, nur halt der Text auf Spanisch. Aber ich muss sagen, so, das war überraschenderweise echt voll gut trotzdem so. Also klar, das auf Englisch, das ist halt das Original, aber auf Spanisch klingt es gar nicht so schlecht. Also eigentlich sogar ziemlich gut, würde ich sagen. Und ich habe auch einen Großteil verstanden. Manchmal nicht, so während der Lieder, aber so, ja, das ist auch ein bisschen schwieriger. Aber trotzdem so generell so der Vibe. War auf jeden Fall richtig cool. Oh ja, auch die Kostüme und so die Bühne und das ganze Feeling. Es war so das richtige Mamma Mia Feeling, deswegen war es echt ein sehr cooles Musical. Auf jeden Fall danach sind wir noch, also das Musical war in der Gran Vía Straße. Das ist so die berühmteste, größte Straße hier so in Madrid und das ist es so ein bisschen so wie New Yorks Broadway. Ein bisschen. und da sind halt auch so Musicals-Theater. Und danach sind wir halt noch so, es war halt dann schon dunkel. Das Musical hat um 5 angefangen und es ging 2 Stunden und ein bisschen mehr. Und mit Pause so war es dann schon so 7:30. Und dann sind wir rausgegangen, dann war es auch schon dunkel und das war auch richtig cool mit den Lichtern. Und dann sind wir in ein Taco-Restaurant gegangen und da habe ich auch ein bisschen mitgefilmt. Die Tacos waren auf jeden Fall richtig gut. Dann haben wir zusammen Mammut gegessen und dann sind wir eigentlich auch schon relativ bald wieder nach Hause gefahren. Ja, das war auf jeden Fall mein Tag heute und ja, ich würde sagen, das war ein sehr schöner Tag. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Also ich kann euch das Mamma Mia Musical auf jeden Fall empfehlen. Dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal sehen und dass es euch gefallen hat. Ja, tschüss!